Manno, ich hab eh schon so einen Hals. Chantale! Komm raus, wir müssen quatschen! Chantale! Manno. Leute, hört auf meine Worte. Hört auf meine Worte. Fangt bei euch auf dem Maloche niemals eine Beziehung an. Ja, wahrscheinlich kommt der Tipp für einige zu spät. Ja. Es gibt ja im Leben eines Mannes, gibt es zwei Orte, wo er sich von dem ganzen Beziehungs- und Überwachungsstress zu Hause erholen kann. Ne? Das ist die Stammkneipe und die Firma. Ja, wenn jetzt aber die Perle mit in der Firma am Schaffen ist, ne? Hör mal, dann hast du als Typ aber voll das Grauen, ne? Ja, und trotzdem, ne? Hier bei das Kunker gehen, ne? Hier wird gebaggert, bis der Arzt kommt, doch. Echt? Die einen baggern wie bekloppt, weil sie Single sind. Die anderen baggern wie bekloppt, weil sie verheiratet sind. Ne? Und das ist eine Baggerei. Sondergleichen. Ne? Ich meine, was willst du machen, ne? Bei uns hat es halt gefunkt, auch für DDR-Gründungsfeier. Aber das hat vom ersten Tag an, hat das nur Stress gegeben. Oh. Ne? Das fing schon an, als ich die Chantalle das erste Mal nach der Feier mit zu mir nach Hause genommen habe. Ne? Ja, ich zeige dir so die Wohnung. Ne, war auch alles okay soweit. War alles frisch geputzt und aufgeräumt. Mutter war einen Tag vorher da. Ja, pass auf. Hey, pass auf. Hey, wir kommen ins Schlafzimmer. Hör mal, das Erste, was die sagt, ist, das Bett muss aber hier raus. Ich sag, wieso das denn? Du hast darin mit anderen Frauen geschlafen. Hör mal, in dem Moment, ne, stehe ich daneben und denk mir, okay. Aber was ist mit dem Sofa, dem Küchentisch, der Waschmaschine? Ich kann mir doch nicht jedes Mal für eine neue Braut die Hütte komplett renovieren. Ja. Ja. Nein. Die Skunker geht halt zwar gut, aber so gut auch wieder nicht. Wir haben uns dann gemütlich gemacht auf dem Ellipsen-Home-Trainer. Ja, weil. Das war jetzt das einzige Möbelstück, wo ich kein schlechtes Gewissen habe. Und hier. Unter uns, ne? Hier unter uns gesagt. So. Nach anfänglichen Koordinationsproblemen wurden unsere Ellipsen immer ellipsiger. Wenn du verstehst, was ich sage. Aber wir haben beide hinterher einen Puls gehabt, wie so ein Hamster, der beim Schleudergang in eine Waschtrommel gegen die Richtung läuft. Kochwäsche. Oh, pass auf. Dann ging das weiter, als ich das erste Mal bei die Chantalle zu Hause war. Ne? Und wir sitzen so im Wohnzimmer und sind am Quatschen. Plötzlich merke ich, wie mir so ein kleines weißes Mäuschen über den Stiefel krabbelt. Ich sag, oh wie süß, du hast Mäuschen als Haustiere. Nee, sagt sie, das ist nur das Futter. Was hast du dir denn hier für ein Schätzchen angelacht? Ne? Da bin ich erstmal cool geblieben. Ne? Ich sag, wie jetzt? Ja, sagt sie, das ist nur das Futter für die Schlangen. Ich sag, ach so, du hast Schlangen als Haustiere. Ja, nee, das ist eigentlich auch nur Futter. Oh, da bin ich ein bisschen nervös geworden.
Henker frisst hier Schlangen. Da sagt sie, Elvis. Ich sag, who the fuck is Elvis? Da sagt sie, Elvis ist mein 4 Meter langes australisches Sumpfkrokodil. Hör mal, und wir reden hier über eine 48 Quadratmeter Mietwohnung. Ja, da wurde ich ein bisschen hektisch, ne? Ich sag, und wo ist der jetzt? Ach, sagt sie, bleib geschmeidig. Der macht gerade sein Nachmittagsschläfchen. Unter dem Sofa, auf dem du sitzt. Aber in dem Moment wurde mir klar, so ungefähr muss das Gefühl sein, wenn du auf dem elektrischen Stuhl sitzt. Du wartest jeden Moment darauf, dass der Strom kommt. Ja, die Schockstarre dauerte 2 Sekunden und weitere 2 Sekunden war ich aus der Hütte raus. Ja, seitdem treffen wir uns nur noch bei mir. Ja, aber apropos Haustiere, ne? Der Härtefall hier in der Firma, das ist ja unser Kleinrab hier, der Betriebsratsvorsitzende. Ne? Der erzählte letzte Woche allen Ernstes in der Betriebsratsversammlung, er hätte sich jetzt um seine Loyalität und seine Verbundenheit für die Firma zu bekunden, hätte er sich jetzt einen real existierenden Skunk zugelegt. Ne? Also, ein lebendes Stinktier. Da habe ich ihn hinterher gefragt, ich sag, hör mal, wo bewahrst du das denn auf? Er sagt, im Schlafzimmer. Ich sag, ja, und der Gestank? Ach, sagt er, da wird sich das Tier schon dran gewöhnen. Also. Was hier für schräge Vögel rumlaufen, das darfst du keinem erzählen. Nee, aber hier, ich wollte ja mit die Chantalle quatschen wegen heute Morgen, ne? Ja, wir hatten zusammen gefrühstückt auf dem Elipsentrainer. Es gab Rührei. Ja, und? Ich weiß auch nicht, ne? Also, hinterher war die Stimmung total beschissen, ne? Sie sagte kein Wort. Ich habe sofort gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, ne? Weil sie saß da mit so einem Gesichtsausdruck, ja? Als hätten sie, wie in so einem schlechten Charles Bronson-Film, ihre gesamte Familie brutal dahingeschlachtet. Ich sag zu ihr, Chantalle, was ist los? So, pass auf, ihr seid jetzt alle Chantalle. Und ihr gebt mir gleich auf Ansage die Antwort, die aus 3 Buchstaben besteht. Chantalle, was ist los? Nichts. Na, das geht aber noch überzeugend. Ne, pass auf, wir machen nur mal die Jungs. Chantalle, was ist los? Nix. Aber gut, dass wir mal drüber gesprochen haben.